David. Frage des Tages. Habt ihr schon Sommerreifen, wollte ich gerade sagen. Winterreifen drauf. Die sind richtig lecker geworden. Aber ist eine Scheißarbeit. Ist wirklich eine Scheißarbeit. Und mit dem Reiskocher ging das richtig gut. Nein. Ja, du hast doch vorhin schon geantwortet. Du wolltest sogar unseren Preis wissen. Ja, das kam kostenlos raus. Okay. Okay, Allwetterreifen, da kann ich nicht gegen anstinken. Wir können alles, aber nichts richtig. Meckern nicht. Hausmeister ist schon wieder in Meckerstimmung. Wo muss ich denn hin? Oh, warte mal, da ist was. Ich glaube, von hier aus bin ich schneller. Mit Allwetterreifen wäre ich verloren, war's? Ja, also man muss nur einmal für 30 Euro neu kaufen. Wir haben halt Sommer- und Winterreifen, weil als wir das Auto gekauft haben, gab's Sommerreifen, war aber schon irgendwie Dezember. Wuhu! Nice. War aber irgendwie schon Dezember und dann mussten wir halt Winterreifen dazu kaufen. Nee, haben wir doch gar nicht. Doch, wir hatten Sommerreifen dabei. Ja, aber Winterreifen haben wir extra bestellt. Ja, die haben wir aber dann später, die haben wir halt noch neu gekauft. Da, wo wir das Auto gekauft haben, wollten die eine Schweinekohle für das. Ja. Mal gucken. Komme ich denn da jetzt hin? Ich guck doch auf die Straße. Ich guck gerade nicht mal in den Chat. Warte, ich guck gleich. Ich habe gesehen, da ist schon... Ups. Ich bin gleich da. Ah, das ist die Stelle, wo ich nicht weiterkam, ne? Ah, stelle ich mal nicht so an. Das ist doch das. Da oben, wo ich nicht hinkam, ne? Ja. Ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Das Auto steht 80% der Zeit rum. 12 bzw. 15 Gehminuten vor der Arbeit weg. Ja gut, okay. Das macht dann wenig Sinn. Ich glaube, dann ist das auch ein bisschen über. Dachte, ich müsste noch mal was ausgeben, aber anscheinend nicht. Wofür? Für deine Reifen? Das hätte ich auch gern. Ja, ich fahre halt jeden Morgen, also jeden Tag, wenn ich zum Büro muss, 60 Kilometer. Plus, minus. ...612 Meter Höhe und habe hier noch richtigen Schnee. Gerade deswegen würde ich... Ja, nee, Baschur hat ja Winterreifen. Ach so, für das neue Pokémon. Achso. Gerade, ich wollte gerade sagen, gerade wenn ich richtig, würde ich nicht Allwetter, sondern richtig Winterreifen. Nee, aber wenn du 15 Minuten zu Fuß zur Arbeit brauchst, dann brauchst du auch keine Winterreifen. Doch, ja, dann reichen auch Allwetter. Aber wenn 80% der Zeit das Auto einfach nicht benutzt wird. Kam ich jetzt... Nee, ich kam da nicht hoch, ne? Weil ich nicht weiß. Genau, da drüben kam ich hin, aber ansonsten... Ja, muss man doch irgendwie hochkommen. Nee, hier ärgere ich mich jetzt nur die ganze Zeit, weil ich wieder nicht weiß, wie und was und wo.
Aber ich kann mal gucken, ob ich das Ding krieg. Ja, okay, gut. Wenn du es zum Einkaufspreis kriegst, weil du Werkstattleiter bist. Herr. Tammy-Koffein. Ich wohne mitten in der Stadt und bin und war immer ein Fußläufer, lachender Smiley. Da lohnen sich hier keine Sommer-Winterreifen, lachender Smiley. Ja, okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen, Hami. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, da hat mir, glaube ich, auch Sommer- und Winterreifen. Der hat das Auto vor der Tür gerostet, weil wir es nicht gebraucht haben. Ja, wir haben es einmal in der Woche verwendet. Einmal im Monat, wenn... Nein, wenn wir zu meinen Eltern gefahren sind und ich zu faul war, anderthalb Stunden in der S-Bahn zu sitzen, anstatt ein halbes... Erst nachdem deine Eltern... da rausgezogen sind. Ja. Jo. Alle Mitarbeiter bei uns bekommen, was wir für ein Fahrzeug brauchen zum EK. Ich nicht. Aber ich arbeite auch nicht bei euch. Ah, warte, ich habe da einen QR-Code gefunden. Wo ist die Kamera? Nimm. Da ist eine. Okay, die ist noch nicht ganz gut. Die ist kacke. Die Kamera ist doof. Die Kamera ist aber doof. Wie komme ich denn da ran? Hey, lass mich mal gucken. Wie komme ich an den QR-Code? Wie weit ich gestern gekommen bin, bis zu der Stelle, wo du diese Fragezeichen-Sachen holen musst, also diese Fragezeichen-Spuren suchen musst. Also, kurz nach dem erhöhten Jägerrang. Ach du blöde Bahn, fahr doch mal. Ich kann nicht gucken. Fahr. Danke. Ich da drüben. Auch noch eine Kamera? Was ist denn das? Nicht dagegen fahren. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Kann ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Oh, fahr doch einfach, du blöde Bahn. Ich muss weiter hier rüber. Ja, fast. Mit der? Ha, gefunden. Hallo Katzi. Diese Rohstoffe wird bald zur Neige gehen. In den letzten 5 Jahren haben wir schon die Hälfte der Reserven verbraucht. Die Produktion stand ständig. Regierungen führen bereits Krieg. Offen und geheim, um die letzten Bausteine zu kontrollieren. Aber wer hat am Ende die meisten davon? Wer finanziert diese Kriege? Wer profitiert von den Gefälligkeiten? Die Antwort ist einfach. Nimm dein Handy aus der Tasche und sieh dir das Logo an. Kannst du es sehen? Kann ich es sehen? Nö. Also,
Wenn ihr das selber mal machen wollt, macht das. Das ist super lecker. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mengenangaben in dem Rezept ein bisschen komisch sind. Die sind nicht ganz akkurat. Warum steht hier kein Motorrad oder ein Auto oder so? Sonst steht überall mal alles rum, ne? Hier nicht. Aber ich will ein bisschen Party. Nehmen wir den hier. Dubidu. Mäh. Ey, die ist mir voll reingefahren. Habt ihr das gesehen? Geht nicht. Der schwankt so ein bisschen beim Fahren. Das Okay. Tschüss. Nichts passiert. Ist das Auto jetzt kaputt? Oh, hat eine Delle. Auto hat eine Delle. You would not believe your eye if 10 million fireflies. Oh. Ich wollte schon sagen, kommt jetzt irgendwas Cooles? Nee, ist nur ein Songtext. Hallo, Dobby. Wusstest du, dass du nächste Woche mit Kochen dran bist? Hast du das auf dem Schirm? Heute war ja Basti wieder dran, aber nächste Woche bist du dran. Oder sagen wir anders, nächste Mal kochen. Ich muss noch gucken, wie sehr ich mich bei Watch Dogs reinsuchte. Sorry, das nächste Mal strenge ich mich mehr an. Das will ich hoffen. Ich erwarte hier höchsten Content. Guck hier, deine Begrüßung vom Bot. Die war innovativ. Wo soll ich denn hin? Hä, bin ich jetzt wieder... Ich bin wieder zurückgefahren. Was zur... Hölle? Hä? Ich muss doch dahin. Warum ist der denn jetzt wieder da runtergefahren? Ah, so was Doofes. Ja, du musst mehr Mühe geben. Du musst dir mehr Mühe geben. Ja, ich fahre ja schon. Bitte schön, ihr dürft. Hami unterstrich. Wow! Wow! Links statt rechts abgebogen. Ja, aber die Karte hat ja gesagt, ich soll da lang fahren. Also hier die Zielmarkierung. Deswegen war ich gerade so verwirrt, aber ich glaube, ich hatte das falsche Ziel anvisiert. Ach, geh doch weg. Ich hab's eilig. Es ist so lächerlich. Warum kann ich denn kein Auto fahren? Es ist einfach nur... Hör auf, dich da einzumischen. Hallo, komm mal klar. Hallo, hallo. Bonjour. Oh, bonsoir. Comment ça va? Hi.
Hallo Nashra. Einen wundervollen guten Abend. Piu, 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 piu. Ich meine, so schwer ist das doch eigentlich nicht, in einem Videospiel Auto zu fahren, oder? Und ich verkack's einfach. Terminator 3. Erinnert mich an meine Fahrstunden und wieso ich keinen Führerschein habe, Caper. Stimmt, du wolltest doch eigentlich deinen Motorradführerschein machen, oder nicht? Ist das jetzt abgeblasen? Hm. Wir haben auch jetzt keine Störgeräusche mehr, ne? Irre. Ne, ich höre nichts. Das ist ja gut. Nächstes Jahr mache ich den. Im Sommer hatte ich nach Corona irgendwie keine Lust mehr und jetzt wird es zu kalt. Muss ich wärmer anziehen. Also. Kind, zieh dir was an und mach deinen Führerschein. Verfällt das nicht irgendwann? Also musst du dann wieder ganz von vorne anfangen? Das wäre ja ärgerlich. Omas Bulldogge. Oh Mann. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal. Waschde? Ich verstehe, wenn du. Für nur $20,000 im Monat. Gibt es in Tokio eine Riesenwohnung mit eigenem Garten auf dem Dach? Na denn? Gönn dir, Basti, gönn dir. Ich brauche deine. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Mann. Hami unterstrich Koffein. Etwa steh, wo ist denn da der Haken? Okay. Das ist $20,000 im Monat vielleicht. Dubinator 3. Wenn's sonst nix ist. Ich hab bestimmt noch bisschen Kleingeld rumliegen. Mhm. Das Trinkgeld und so, ne? Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Warte mal, habe ich hier den Ton so leise gestellt? Dubinator 3. Der Haken ist, dass du nur den Garten hast, LOL. Genau. Du hast halt nur den Garten, sonst nichts. Dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. An die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen.
Mia Pfeffer, klar. Ihre Arbeit gesehen, solide. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht dran. Ich glaube, für so eine Dachparty über Tokio wäre das schon geil. Waschte. Wohnzimmer mit 83 Quadratmeter und die vier Schlafzimmer sind 13 Quadratmeter bis 40 Quadratmeter groß. Ey, sag mal, das Wohnzimmer ist so groß wie drei. Wie drei Wohnungen in Japan, also in Tokio. Ich gebe nichts zu. Wie drei ganze Wohnungen. 13 Quadratmeter, das entspricht so ungefähr einer Wohnung. Holy shit. Kannst du untervermieten? Dubinator 3. Das Wohnzimmer ist fast so groß wie unser Einfamilienhaus. Was zur Hölle? Es ist vor 20 Uhr. Fast so groß wie ein Familienhaus. Schon. Also, dieses Wohnzimmer ist ein bisschen größer als meine... meine Wohnung ist ein Tick größer. Hoch. Sowas kannst du doch auf Twitch nicht zeigen, Lara. Sorry. Da. Da. Far Cry 3, Bloodborne. Blood Dragon. Wieso sage ich mal Bloodborne? Sind die da schon wieder am Rumpimpern? Mann. Das gibt's doch gar nicht. Da oben. Modifizieren wir. Müssen die Maschinen für die neuen Chipkarten updaten. Mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Wir sind immer schneller als jedes Gesetz. Wie Iraq sagt, immer anpassen. Das ist der Schlüssel. Hami unterstrich Koffein. Was hab ich schon wieder verpasst? Hier wurde, ich darf echt nichts anderes machen, außer zuschauen, lachen, das Smiley. Nee, ja, hast nicht viel verpasst. Also hier sind... Das hast du verpasst. Ich kann es mir an schöneren Orten vorstellen, aber... Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die hier an jeder Ecke am Rumpimpern waren. Dubinator 3. Lara. Du störst ihre Privatsphäre. Waschte? Es wurde ein Würstchen gezuzelt. Genau, es wurde ein Würstchen gezuzelt. Mehr nicht. Deadseck Kollektiv. Blumendaten hätte. Also hier ist ganz schön was los, ne? Hami unterstrich. Sind ja immer noch nicht fertig. Ganz schön schmuddelig da lachen, das Smiley. Ja, also ich. Ja, Mann, du Mann. Ach komm, das ist nur. Hey, hör mir doch zu, okay? Okay.
Also, ich mach das mal so, dann geht das dahin, dann mache ich das so, dann geht das dahin, zack, zack. Einmal so, dann da und einmal da. So, so, so. Check. Ah, okay, ich... Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Deshalb ist... dürfen wir die Konkurrenz vorhalten. Warte, man weiß, was ich will. Ich kann das nicht klar. Willst man sich mit ihrer eigenen Art... Wieso nicht? Aber ich bin Adolf. Mein Traum ist halt. Er schützt durch allerneueste Sicherheit. Ja. Vom großen Gegensteuerzahl aus Chicago. Danke euch. Wir können ja arbeiten. Willst du? Nein, danke. Ein guter Chef. Sind die da am Tabletten einpacken? Ich hab schon gedacht. Was? Was? Beobachtest du mich? Beobachtest du mich wieder? Kaufte Pillen. Kauf Pillen zur Penisvergrößerung. Was? Nee, das ist meins. Alles da drüben gehört dir. Warum? Als ob es sowas geben würde. Die sind schon wieder am Pimpern. No! No, 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 no! Dreh dich um! Nein! Oh, Junge! Dreh dich wieder um! Überall nur am Pimpern. Haben die echt nichts anderes zu tun oder verticken die hier Viagra? Und müssen das vorher ausprobieren. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Bad Bug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Würdest du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandma's Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Badhead. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Oh, Bad Bug. Der Arme. Sie überlesen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Hey? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Seien Sie kein Iltis. Verdammte Ampel, man kann mir mal die Eier krauen. Und was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Sonst noch was? Jo.
Wer hat die Stimme erkannt? Na, ich na, na? Wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen.